Ja, also ich mache lieber Sachen alleine, weil ich mich auf mich selber, weil ich weiß, was ich will, und dadurch weiß ich auch, was passiert, weil sobald jemand anderes das macht, muss ich damit leben, dass der es anders macht, als ich es gerne gemacht hätte. Und sich damit abzufinden, ist relativ schwer. Deswegen mache ich das lieber alleine, wenn dann in einem starken Team, was mit mir auf einer Wellenlänge ist. Also wo ich weiß, wenn ich dem sage, oder wenn wir was überlegen, dass wir gleiche oder ähnliche Ideen haben, und ich nicht sage, will ich sagen, ja, wir bauen jetzt einen Intelligent Car, und der plötzlich auf die Idee kommt, man könnte es ja auch mit zwei Rädern bauen, und es plötzlich aussieht wie eine Harley oder so. Sondern dass wir sozusagen die gleichen Ideen haben und auf gleicher Wellenlinie schweben, weil sonst könnte man sehr leicht aneinander stoßen.